Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh mein Gott, wie viele Monate habe ich das schon nicht mehr gesagt. Fühlt sich auch irgendwie komisch an. Kurz mal vorweg, wo waren wir die letzten Monate? Werde ich mal ganz schnell hier aufklären, dass jetzt nicht unnötig auch Spannung aufgebaut wird, denn das ist so überhaupt nicht mein Stil. Ja, ich glaube, Dezember kam kein Video oder Anfang Dezember vielleicht kam so der letzte Food Haul. Januar kam kein Video und Februar kam kein Video. Warum kam kein Video? Es ist alles okay bei uns, also nur damit ihr euch keine Sorgen macht. Uns geht's allen gut, dem Papa geht's gut, der ist aktuell mit den Kleinen draußen im Garten. Diese Ruhe habe ich jetzt ein bisschen ausgenutzt, um dieses Video zu drehen. Den Tieren geht's gut, also wie gesagt, bei uns ist alles okay, alles so wie die Monate davor. Nur es gab leider erstens keine Zeit mehr, so wirklich für YouTube. Und der zweite Punkt ist, wenn ich da zurückkehre, Zeit findet man ja nicht, Zeit nimmt man sich. Und es war jetzt auch nicht so mehr so stark die Lust auf YouTube Videos produzieren. Irgendwie war die Luft so ein bisschen raus. Irgendwie habe ich es nicht mehr so gefühlt. Was soll ich noch posten, was soll ich noch erzählen? Irgendwie war ja meine Motivation hier ein bisschen so am Tiefpunkt. Vorweg mal, kurze Erklärung, also für die Leute, die mir schon länger folgen. Also ich habe vor 8 Jahren circa mit YouTube begonnen. Da war die Lara, ich glaube 1-2 Monate alt. Da habe ich dann mich dazu entschlossen, selbst YouTube-Videos zu drehen. Ich habe die ganze Schwangerschaft über viele YouTube-Videos geguckt. Das heißt, ich habe viele YouTube-Mamas mir angesehen und war so, oh mein Gott, das ist voll cool, das möchte ich auch machen. Und habe es dann tatsächlich umgesetzt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. 8 Jahre, ich meine, ist ja nicht so wenig. Und es hat sich ja dann auch aus einem Hobby dann auch ein Beruf entwickelt. Man hat damit sein Geld verdient. Es wurde zur Haupteinkommensquelle dann und war ja so nicht so der Plan damals, als ich gestartet bin. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich so wirklich mal dorthin hinausläuft. Natürlich ist man sehr stolz, dass man es so quasi so geschafft hat im Endeffekt. Dann kam ja auch Instagram dazu, hat sich auch so mehr oder weniger spontan entwickelt. Wurde aus YouTuber plötzlich Influencer zusätzlich und wie das Leben so spielt, man lernt Leute kennen, man hat Gespräche hier und da und zu Social Media kam Network Marketing dazu. Ist vielleicht einigen ein Begriff, einigen vielleicht sogar als negatives Dorn im Auge. Network Marketing, aber es ist tatsächlich was richtig Cooles und ich habe einige Firmen ausprobiert. Ich habe vor vielen Jahren mal mit Pflege, Hautpflegeprodukten angefangen. Habe ich, glaube ich, ein Jahr gemacht, hat sich dann nicht mehr so für mich gut angefühlt. Dann habe ich ja auch Hühler und Thermomix gemacht. War alles zu seiner Zeit richtig, wie es sich angefühlt hat, war alles tiptop. Und für die Leute, die mir auf Instagram auch folgen, die wissen das ja, da teile ich das halt ein bisschen intensiver, aktiver, da bin ich schneller mit den Stories wie halt hier auf YouTube. Ich habe ja ein neues Business gestartet, auch im Bereich Network Marketing mit der Marke Jogen. Wir haben richtig tolle Parfums. Ich glaube, einige von euch haben auch bei uns im Online-Shop bestellt. Der ist übrigens unten verlinkt. Da könnt ihr ein bisschen stöbern, da könnt ihr ein bisschen lesen, was ist Jogen, wie kann man das selbst auch machen, wenn man interessiert dran ist. Also wie gesagt, könnt ihr gerne nachlesen. www.dianadiamanta.at. Somit kam es dazu, dass ich halt wie gesagt im letzten Jahr im März dieses neue Business da gestartet habe. Und es hat sich wirklich eins aufs andere entwickelt und es ist, wie soll ich das euch erklären? Es ist einfach, es fühlt sich einfach so, so konform mit mir an. Es macht mir so viel Spaß. Ich arbeite mit den Menschen zusammen, die einfach mir identisch sind, die dieselbe Ziele und Visionen haben. Ich habe so viele neue Freundinnen gefunden in meiner Sponsorin Marina, in meinen Sideline-Kollegen, in meinen Teampartnerinnen, die bei mir mit mir eingestiegen sind, dieses Business zusammen mit mir machen. Ich habe mittlerweile ein Team von 760 Menschen. Müsst ihr euch mal vorstellen, es ist ein Wahnsinn. Ich bin einfach richtig hier aufgegangen. Ich mache einfach jetzt, also nicht falsch verstehen, nicht, dass ich jetzt das mit YouTube nicht gerne gemacht habe. Zu dieser Zeit damals, wo ich das gestartet habe, habe ich das total gerne gemacht. Aber es sind jetzt auch schon mittlerweile seit dem Beginn damals 8 Jahre vergangen und ich habe mich auch ein bisschen verändert und ja, ich bin auch ein Mensch, der immer gerne was Neues ausprobiert und aktuell fühle ich das mit Jogen total. Long story short, damit ich dieses Video auch jetzt nicht unendlich lange mache. Ja, ich habe halt aktuell eine Tätigkeit dazu bekommen, die mir erstens mal abnormal viel Spaß macht, ich da drin mich komplett wiederfinde, mir das total viel Spaß macht und ich es einfach sehr, sehr liebe. Die Hunde bellen jetzt. Ja, natürlich möchte ich YouTube nicht einfach so wegschmeißen, ne? Deswegen dieses Video. Ich möchte das nicht. Das ist nicht so mein Stil. Ich habe mir das 8 Jahre mit voll viel Liebe und Arbeit aufgebaut und möchte euch natürlich wieder mehr mitnehmen in dieser neuen Aktivität, die ich mache. Ja? Also ich bin jetzt nicht mehr komplett YouTuber, Vlogger und Kooperationen oder so. Das wird
glaube ich, nicht mehr geben. Also ich habe alle Kooperationen abgesagt oder keine neuen mehr angenommen. Also diese Art und Weise möchte ich sowieso nicht mehr hier Plattform. Also aktuell liegt das so, deswegen kann ich das so sagen. Ob sich das nochmal verändern wird, weiß ich jetzt noch nicht. Also ich will jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber wie gesagt, aktuell nicht. Aber ich möchte natürlich wieder mehr mitnehmen in dem, was ich jetzt mache, was wir machen. Vielleicht wird es nicht mehr so die klassischen alten Videos von früher geben, aber anders mit den neuen Sachen, die wir machen. Mehr Business, mehr Events. Ich werde euch auf jeden Fall beim nächsten Video beim Team-Event mitnehmen, das ich organisiert habe zusammen mit meiner Sponsorin. Also schaltet auf jeden Fall nächstes Mal unbedingt ein. Da seht ihr einen Einblick, was wir so machen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiterhin Bock habt, uns zuzuschauen in etwas vielleicht anderen Art und Weise. Ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo uns die neue Reise hinführen wird. Lasst euch überraschen und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Falls ihr mehr Infos braucht und möchtet, da könnt ihr natürlich ein bisschen in der Infobox stöbern. Da werde ich euch ein bisschen was reinschreiben. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald.